Willkommen zu FNs 23 Mick Schumacher Karriere. Ich bin heute in Belgien, also steht auch der nächste Sprint an. Können wir tatsächlich auch ähnlich wie mein Vater damals in Belgien ein Statement setzen? Ich werde alles dran setzen und ich hoffe, ihr seid dabei. Abonniert gern kostenlos den Channel. Hier haben wir Spa-Francorchamps, die längste Strecke im Kalender, 7004. Ja, Meter ist die Strecke lang, zwei DRS-Zonen und eine Bergabfahrt in den belgischen Ardennen. Sehr, sehr hyped auf das heutige Rennen. Jetzt geht's mal rein in das Blitzregen-Qualifying. Das kann gut, aber natürlich auch sehr bald sein. Ab in die erste Kurve. Ich habe Traktionskontrolle ein für alle, die sich hier fragen. Verbremst mich dennoch unnormal in der ersten Kurve, denn ich bin auch der Meinung, dass das fast schon die falschen Reifen sind für diese Bedingungen. Wir fahren auf KI 95 und dennoch selbst schalten und bremsen. Rouge rauf. Und das macht auch im Regen unnormal Spaß. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Es ist verdammt schnell dennoch. Und ich hoffe auch, dass wir es dennoch hier ein bisschen über die Bühne bringen können. Das wäre verdammt wichtig. Hier jetzt durch die Double Gouge durch in den letzten Sektor rein. Das ist natürlich der kurvige Sektor und da musst du auch ein bisschen Angst davor haben, denn hier könnte es tatsächlich, ja, bei einem blöden Einlenker oder Verbremser ist komplett die Runde vorbei. Wir wären aktuell auf der dritten Position beim Sprint Start und das wäre der beste Startplatz überhaupt. Zweiter Platz und nur 58.000stel trennen mich von dem ersten, doch hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und der wird leider vehement bestraft. Charles Leclerc zieht da nach vorne und ich bin nur noch Sechster. Im Bus-Stop muss ich es jetzt also richten. Vollgas durch, Blanchiment durch, siebter Platz. Ab in Bus-Stop rein. Reicht es hier mit einem guten Exit dennoch unter die Top 10 zu kommen. Aus der letzten Kurve raus. Sehr, sehr gemächlich. Doch das war ein guter Exit, Leute. Wir landen auf P6 und gucken uns mal die Startaufstellung für den Sprint an. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Verstappen, Fernando Alonso, der Goldjunge, Oscar Piastri, Russell, Perez, Hamilton, Albon, Stroll, Ocon, Tsunoda, Joe, Gasly, Hülkenberg, Ricardo, Bottas und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und hier sind wir also nun, Leute, auf den sechsten Platz. Ein guter Startplatz, lights out and here we go. In den Sprint rein, ich komme viel besser weg als Fernando Alonso und Max Verstappen, der ist hier tatsächlich nicht so gut weggekommen. Ich musste aber hier einmal vom Gas gehen, denn ich wollte exakt die gleiche Linie wie Verstappen fahren. Kommt dennoch außen schneller an dem Dreifach-Weltmeister vorbei. Jetzt geht so Rouge rauf, Leute. Ich bin wie entfesselt. Das Auto hier ist perfekt für diese Strecke. Gerade hier die ersten paar Kurven ist natürlich immer besser, wenn man nicht von der Pole startet, denn das kostet halt enorm viel Zeit. Dennoch, wir gehen hier rauf im Windschatten, saugen wir unseren Charles Leclerc dran. Reicht das jetzt schon, um einen Angriff zu setzen? Tatsächlich, ich bremse ganz, ganz spät, gehe noch über den Curb und wir bleiben auf den dritten Platz. Das wäre der beste Startplatz in meiner gesamten Karriere und natürlich auch das beste Sprintergebnis, das wir in der Mick Schumacher Karriere jemals hatten. Ich freue mich auch schon extrem auf F1 24, der rutscht aber nicht so gut, da habe ich ein bisschen Flashbacks, denn wir hatten tatsächlich im letzten Rennen hier in meiner MyTeam-Karriere, schaut gerne oben vorbei, das waren 6 Seasons, also da waren wirklich viele, viele Gameplays dabei, hatten wir tatsächlich hier einen schweren Crash. Wir konnten zwar weiterfahren, aber ich glaube, am Ende gab es keine Punkte, es war der 11. Platz oder so. Apropos da vorne, die fahren ein bisschen davon, wobei ich glaube, dass Sainz schneller fahren könnte als Norris, der bremst ihn da so quasi ein bisschen ein und wir müssen da jetzt so ein hoffen, dass ich es schaffe, ein bisschen dran zu kommen.
es geht hier in Turn 1 rein und ich bin ein bisschen näher dran. Wir waren fast in diesem Sekundenfenster, während wir uns hier noch einmal die Replay angucken vom Rennen an sich. Das hier ist der Start also und wir kommen verdammt gut weg. An sich eigentlich auch besser wie Max, nur der hat das da besser gemacht. Und der zieht dann auch rein und zupft dann wieder raus. Das war eher komisch, dieser Move. Aber ja, sowas darf mich eigentlich auch nicht irritieren. War trotzdem gut, dass ich in der ersten Kurve außen da vorbeigehen konnte. Mehr Schwung mitnehmen und das war auch das viel Wichtigere an dem Ganzen. Auf Eau Rouge dann rauf, richtig viel Schwung mitgenommen und der Windschatten-Effekt ist halt wirklich strong. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich das DRS aufmachen darf. Denn der Haas ist tatsächlich eine Pace-Maschine, wenn es ums DRS geht. Leicht den Scheitel verpasst, aber das ist in dieser Kurve an und für sich nicht so wichtig, denn ich konnte die ganze Kurve noch rausfahren. Ab diesem Jahr gibt es ja hier auch recht von Kiesbett. Wir sind jetzt in der zweiten Runde und ich bin unter einer Sekunde an Carlos Sainz dran. Ich werde doch nicht noch den auch überholen, oder? Eau Rouge drauf, Leute, und wir saugen uns langsam an den Spanier dran. Der Windschatten-Effekt, jetzt auch das DRS, es ist ein Wahnsinn. Guckt mal auf die Geschwindigkeit. Wir sind bei 354. Das ist tatsächlich ganz, ganz crazy. Wer bremst später? Jetzt geht er innen vorbei. Nein, da kann ich jetzt nicht draufhalten. Das war nicht schlecht gemacht vom Spanier. Da muss ich jetzt auch noch ein paar Kurven warten, um da die Gegenantwort quasi ihm zu geben. Das war richtig, richtig gut gemacht von dir, Sainz. Folgt nun der nächste Angriff. Jetzt wird es nämlich noch einmal spannend. Es geht aus der ersten Kurve raus. Wir sind auch schon, by the way, in der letzten Runde drinnen. Jetzt gehen wir also ruhig rauf. Ich bin eher weiter weg. 6 Zehntel sind schon. Auf den Windschatten-Effekt müssen wir jetzt hoffen und vor allem auch auf meinen DRS-Effekt. Sainz dürfte ganz knapp noch im DRS drin sein. Doch, wir saugen jetzt hier dran. Oh mein Gott, Leute. 351. Und ich kann tatsächlich hier mit einem späten Bremser in der ersten, Ende des ersten Sektors hier an den zweiten Platz gehen. Reicht es tatsächlich, um hier heute zweiter Platz zu werden? Das wäre ein unfassbarer Platz. Und so weit vorne, ja, da waren wir noch nie tatsächlich. Das wäre die erste Startreihe und das ist schon echt eine Huldigung an meinem Vater, würde ich mal sagen. Jetzt kommt aber noch einmal ein Angriff von Carlos Sainz und auch dahinter gleich Max Verstappen im Schlepptau. Es wird noch einmal ganz, ganz spannend. Wer wird sich hier durchsetzen können? Es geht um Startreihe 1. Ich setze mich hier an Sainz dran. Wer bremst später in Busstop rein und vor allem auch, wer hat den besseren Exit? Hier gehen wir also nebeneinander über den Körper drüber. Das reicht nicht ganz. Sainz holt sich hier dennoch in der letzten Kurve den zweiten Platz. Es ist dann doch nur Startreihe 2, dennoch bin ich stolz drauf. Und wir müssen mal auf jeden Fall drauf blicken, wie die Startausstellung im Hauptrennen dann aussieht. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und der Goldjunge macht die erste Reihe komplett.
Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Fernando Alonso, Leclerc, Russell, Oscar Piastri, Perez, Hamilton, Albon, Stroll, Sainz, Tsunoda, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Ricardo, Bottas, Sargent und Guanyu Zhou. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und hier sind wir nun im sehr verregneten Belgien. Und ich habe es dennoch in Stadt 3 geschafft, weil Sainz noch bestraft wurde. Lights out und wir gehen hier ganz, ganz schrecklich weg. Ich hatte hier tatsächlich einen Standing Start und Max Verstappen schlüpft da direkt durch. Ich traue mich auch hier quasi nicht ans Limit zu gehen, komme mit dem linken Vorderreifen ins Gras rein und es ist der katastrophalste Start, den ich seit langem hatte. Auch ein Ferrari setzt sich da direkt neben mich. Würde es reichen? Ja, ich kann immerhin vor Rouge da vorne bleiben. Ich weiß, dass ERS im Regen bringt kaum was, aber es gibt mir so ein bisschen Sicherheit und Hoffnung, dass ich da immerhin mit Verstappen mithalten kann. Ich versemmel da direkt meinen ersten Start aus Startreihe 1. Es ist schade gewesen, aber ja, ich kann jetzt auch nichts dran ändern. Wir müssen jetzt quasi die Zähne zusammenbeißen. Charles Leclerc ist tatsächlich unerbitterlich. Der will da unnormal schnell an mir vorbei. Aber Bro, den Gefallen mache ich dir nicht. Muss dich auch ein bisschen anstrengen. Und ohne die DRS-Hilfe wird das noch viel, viel schwieriger. Doch am Ende des Rennens hin soll es wieder trockener werden. Sprich, also wir müssen uns da tatsächlich zusammenreißen und hoffen, dass es am Ende noch bessere Chancen für uns gibt. Jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an und das Wetter ist tatsächlich grausam hier. Es ist so ein schlechtes, schreckliches, grausames, ekelhaftes. Ich weiß nicht, wie viele Adjektive ich da noch dafür finden muss, aber mein Start war halt noch schrecklicher. Komm mit dem linken Vorderreifen ins Gras, aber das hat jetzt nicht viel Zeit gekostet. Das viel größere Problem war, dass ich außen war und Leclerc dadurch auch den besseren Exit aus Turn 1 hatte. Aber auch aus der Endbeschleunigung raus war ich glücklicherweise noch einen Ticken schneller. Wir sind jetzt hier mitten in der dritten Runde und es ist tatsächlich ein Wahnsinn, wie schnell die beiden vor mir sind. Halt beide sehr, sehr großartige Regenfahrer mit an die Top, ja, ich würde mal sagen, mit Hamilton zusammen sind das die Top 3 der besten Regenfahrer, auch Alonso, aber der ist jetzt leider nicht hier, der hat im Sprint ein bisschen mehr Pech. Es ist tatsächlich ganz, ganz schwierig für Verstappen und Norris zu folgen und wie gesagt, ich lege da die große Hoffnung auf einen Wetterwechsel hin. Doch es hat hier tatsächlich funktioniert. Ich bin in der fünften Runde viel, viel näher an Verstappen dran, als ich das zuvor war. Rouge rauf geht nicht ganz full. Da muss ich teilweise vom Gas runtergehen. Und da müssen wir jetzt im Windschatten hoffen. Und das reicht hier.
Wir saugen uns an Max Verstappen dran, gehen jetzt links mal neben ihn, aber der wird viel später bremsen, da bin ich mir fast sicher. Oder, ja, es ist so schwierig, ihn hier auch noch Platz zu lassen. Wir gehen nebeneinander und nicht neben die Strecke. Reicht es hier, um nach dieser Rechtskurve noch immer noch vorne zu sein? Ich nehme hier mehr Schwung, das ist doch so ein Riesenfehler. Oh mein Gott, Leute, das ist so schwierig. Diese Bedingungen sind gottlos schwer. Und da hinten gibt's gelbe Flagge, Lance Stroll ist ausgeschieden und kommt jetzt, ja, die erlösende Red Flag. Ich bin so froh, dass, ich war noch nie so froh über eine Red Flag. Das Rennen war so schwierig und wir konnten uns hier tatsächlich dank der Red Flag, ja, so ein bisschen jetzt eine bessere Chance verbringen. Es geht auf die Inters, sprich also die Bedingungen sind noch besser geworden und am Schluss hin soll es dann sogar noch trocken werden. Also, dann heißt es natürlich noch einmal betteln, so ein bisschen. Da gucken wir uns noch das ein oder andere Manöver an, ja, das war dieses verflixte gegen Leclerc. War mir nicht ganz vorbei. Jetzt also Karten auf Null. Es geht wieder los beim Start. Alles wieder gleich. Lights out again. Und wir kommen wieder ganz, ganz schrecklich vom Fleck weg. Max Verstappen hat einen Raketenstart und platziert sich da direkt neben Lando Norris. Ich gehe hier in Turn 1 rein und es wird ganz, ganz eng mit Charles Leclerc. Ich bin so froh, dass da nichts passiert ist. Die beiden fighten sich auch Rouge rauf. Kann ich mir da einen kleinen Vorteil draus machen? Ich bin gespannt, Eau Rouge rauf, wer bremst hier, wer nicht. Ich bin vom Gas gegangen. Boah, Norris muss da weit neben die Strecke gehen. Im Windschatten saugen wir uns hier an Lando Norris und Max Verstappen im Doppelwindschatten dran. Hier jetzt mal an Norris, gut, geht Verstappen auch noch, Leute. Und tatsächlich, wir gehen hier außen an Max Verstappen vorbei und sind jetzt einfach Führender des großen Preises von Belgien. Und das, obwohl ich eigentlich im Regen klaglos untergegangen bin. Ich bin unfassbar stolz und allen, denen es nicht aufgefallen ist, ich fahre hier natürlich mit einem Spezialhelm zu Ehren von meinem Vater, der ja auch hier den ersten Sieg einfahren konnte. Wir sind hier also, jetzt gehen wir mal in die Replays rein, Runde Nummer 9 und das ist der Restart. Ich bin sehr stolz, denn das Team hat hier tatsächlich, oder beziehungsweise das Wetter, der, eigentlich muss ich Strollyboy danken, ich komme hier an und für sich wieder ganz komplett grottig weg. Also alle Starts im heutigen Video waren richtig schlecht, vom Sprint angefangen über beide Rennstarts war das tatsächlich ein unfassbar grottiges Zeug. Aber Rouge rauf hat es mir dann Glück gebracht, dass ich doch nicht irgendwie Erster geworden bin. Im Doppelwindschatten ging es dann zuerst an Norris und hier jetzt dann auch an Max Verstappen vorbei. Der hier innen noch einmal korrigiert und abdeckt gegen Norris. Doch das bringt halt nichts. Da war die Gefahr schon da und ich war vorbei.
es regnet immer noch und DRS ist aktuell enabled. Ich komme kaum von Max Verstappen und Lando Norris weg. Aber das viel Wichtigere ist, wir führen hier immer in den Grand Prix noch ran. Es sind noch 4 Runden zu gehen. Drückt uns die Daumen. Es könnte kaum besser werden. Es ist so ein geiles Rennen. Ich hoffe auch, dass das... Oh mein Gott, Leute. Das war ganz knapp an der Mauer. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Und seid hoffentlich auch dabei. Ich freue mich extrem hier mit dem Helm von meinem Vater. Es ist eine Hommage natürlich an ihm. Vielen, 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 vielen Dank für diesen krassen Support. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Rennen. Hier sind wir also nun in den letzten Metern unseres Rennens in meinem Heck, in meinem Rückspiegel. Wird ein McLaren und ein Red Bull ganz, ganz groß und Verstappen ist mir da gerade hinten drauf gefahren, Leute. Was geht bei dem ab? Das war tatsächlich ganz unsportlich. Also, wir gewinnen hier wie unser Vater einst den großen Preis. Ich freue mich extrem. Grand Prix und ein hervorragender Sieg für Team Haas. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Sie betreten gerade das Podium und es gibt nicht viele Teams, denen gelingt, was Haas heute geschafft hat. Es ist kaum zu glauben, wie wettbewerbsfähig sie inzwischen geworden sind. Ein erstaunlicher Sieg. Wie Michael Schumacher stehen wir also heute auf dem Podium und nehmen tatsächlich die meisten Punkte von allen mit. 32 an der Zahl. Es ist ein sehr, sehr starkes Wochenende gewesen und vor allem war das Rennen echt atemberaubend. Wir holen hier den ersten Sieg mit Mick und das auf so einer magischen Strecke, wie damals unser Vater. Ich hätte es mich besser ausmalen können, aber es hat sich heute echt ergeben. Hier haben wir also auch das 1 gegen 1 Battle. Hier im, stehen wir 6-2, das ist wichtig und da gehen wir jetzt endlich das erste Mal in Führung, Leute. Das ist verdammt, verdammt gut und ja, wir gehen auch ein Level rauf auf den Platz 9. Das nächste Mal wird es dann vermutlich nicht so easy werden, denn es verschlägt uns nach Sanford. Da erwartet mich echt ein Hardcore-Rennen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass meine Leistung, nicht geschmälert wird, obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, ich hätte nie im Leben mit so einem starken Rennen gerechnet. Vielen, vielen Dank für euren Support und vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt bis zum Ende hin. Für heute soll es das echt mal gewesen sein und ich muss sagen, ich bin
unfassbar stolz. Das war der Spezialhelm und wir werden also hier jetzt ja natürlich wieder auf den alten zurückgehen. Motorteile müssen wir jetzt kaum tauschen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen rum da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder hier auf YouTube. Später wird auch noch eine Reaction kommen oder die kam vielleicht schon vorhin. Also bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.